Und weil er abgelenkt wird, schauen wir doch einfach. Hier gibt es ein paar Passagen, die unbekannt sind für uns. Victor Mundy, da ist eine Menge unbekannt. Dann gehen wir mal erstmal aufs Klo. Wir haben ihn ja schließlich gesehen, rechtzeitig. Das Klo war das da. Also hier, so, ich stehe theoretisch davor. Und gucken uns erstmal Mundy an. Was passiert? Nee, da, da. Ich weiß, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Ich weiß es einfach. Dies ist meine Stunde der Not. Gib mir ein Zeichen. Zeig mir, was ich tun soll. Ah, das ist Flora. Wenn du mir nicht helfen willst, dann streck mich nieder. Männer wie ich kommen nicht ungestraft davon. So kann man sich natürlich... Komme ich an den Galgen. So kann man sich auch alles schön reden, ne? Ja, Gott hat mich nicht aufgehalten. Also war es im Sinne Gottes, das zu tun. Sie werden mich hängen. Willst du das? Ey, nicht kaputt machen. Ich soll mit ihr durchbrennen. So ist es doch. Natürlich. Ich packe ihr Zeug und bitte sie, mit mir zu kommen. Und das wird sie. Sicher. Bestimmt. Oh. Ja. Danke. Danke. Du bist ein bisschen erregt, oder? Halt, was war das? Er hat ihren Ausweis gefunden. Mary Mundy. Es ist die Tochter. Geboren in London. Wohnhaft in Paris. Bam, bam, bam. Okay. Okay.
Ich habe sie gesucht. Ich habe sie auch gesucht. Ich weiß, wer es war. Ist das so? Und wer wäre das? Swan. Der Butler. Natürlich. Verstecken wir uns, bis die Polizei kommt. Ich kenne einen sicheren Ort. Aha. Kommen Sie. Ja, sehr problematisch. Warten Sie. Wohin gehen wir? Zum Dach. Zum Dach? Ist immer am sichersten oben. In diesem oben. Haus wimmelt es von Geheimgängen. Er könnte uns jederzeit angreifen, nur nicht auf dem Dach. Sehr clever. Ich will, dass Sie sicher sind. Genau so geht es mir mit Ihnen auch. Also los. Gesperrt. Also ich komme da durch. Wir müssen weiter. Brechen Sie sie auf. Würde das nicht den Mörder alarmieren? Wir müssen aufs Dach. Von dort aus können wir der Polizei Zeichen geben. Oh ja. Natürlich. Tja, das hat bei unserem Gustav besser geklappt. Und los durch. Jawohl. Mein Held. Ja. Genau, hier sind sie sicher, bei dem Regen. Hier sind wir sicher. Kommen Sie. Das ist eine wunderbare Aussicht. Ja. Ich sehe alles ganz klar. Warten wir hier einen Moment. Deiner Stimme. Pardon? Was meinen Sie? Mit deiner Stimme! Ich verstehe dich! Ich sagte, sprich mit deiner Stimme, du undankbares Miststück! Bitte! Mr. Edison, bitte! Gut so! Diese Stimme wollte ich hören! Ich hab darauf gewartet! Du hast mich fast getäuscht.
Ein anderer Akzent, andere Haare, ein anderes Gesicht. Aber ich weiß, wer du wirklich bist. Ich sehe dich. Mir ist jetzt klar, dass du das Zeichen bist, das ich brauchte. Ein Geschenk. Mein Fehler, den ich ungeschehen machen kann. Unser Schirm. Also, von Gustav, der Schirm. Okay. Der böse Mandy ist erstmal weg. Na, vielleicht solltest du die ärztliche Hilfe suchen? Okay. Wir haben nicht gesehen, was Viktor Mandy gemacht hat in der Zeit, wo er auf dem Klo saß. Er war doch die ganze Zeit dabei. Wir haben nicht gesehen, was sie gemacht hat davor. Hä? Ach, oh Gott. Guck mal, wir müssten theoretisch das hier noch entdecken, wo die herkommen. Ich war gerade hier. Mein Fehler. So, fast vollständig. 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 So, er ist ja nicht mehr. Wir haben Oliver Swan vollständig. So. Uns fehlt noch ein Tagebucheintrag. Oder was fehlt uns noch? Uns fehlt noch ein Tagebucheintrag.
Nee, drei sogar noch. Zwei News. Den Rest haben wir alles. Und jetzt schauen wir, was hier passiert. Wir wissen, dass sie gleich unten auf Mr. Swan trifft. Der hier gleich von hier hinten rankommt. Oder so. Nee, von da. Er muss ja dann komplett wieder zurücklaufen. Warum hat das jetzt so lange gedauert, den Code einzudrehen? Könnt ihr euch erinnern, beim ersten Mal, wo sie hier unten war, wo die Tür wieder vom Magneten rangezogen wurde, hat sie eigentlich gar nichts eingetragen. Okay. Er kommt. Den Dialog hatten wir. Ich weiß, wer der Mörder ist, bla 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 bla, ne? Sie gibt ihm Waffe. Und sie geht rein. Und wir gehen hinterher. Wir sind jetzt hier in dem Raum. Warte mal, ist der Raum auf der Karte sichtbar? Das ist das hier. Was ist hier unten dann nachher? Wenn das hier sichtbar sein sollte, sollten wir das auch dann in den anderen Zeitschienen uns angucken. Vielleicht ist ja da was zu finden. Wir waren ja vorher nicht hier reingekommen. Theoretisch müsste ich auch unten das ganze Areal scannen. Im ersten und, glaube ich, auch im zweiten Kapitel. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo Vanderburg den Geheimgang findet. Wobei, nee, sie hat schon im ersten Kapitel, hat sie ja schon... Na, alles gut, vergesst das. Oh. Brief von Tesla an Elon Musk. Was? Mein lieber Mr. Musk. Was? Sie kennen mich nicht. Aber ich habe ein Geschenk für Sie. Kommen Sie an die französisch-schweizerische Grenze nach Genf. Breitengrad 46.234035 Nord. Längengrad 6.05245 Ost. Und beginnen Sie zu graben. Die moderne Welt dürstet nach Energie. Ich habe mehr als ein Menschenleben damit verbracht, eine Möglichkeit zu finden, diesen Hunger zu stillen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich bitte Sie dringend, den Schalter umzulegen. Namaste, Elon. Nikola Tesla. Bitte was? Okay, ich habe gerade ein Foto gemacht. Ich habe jetzt eine Idee. Moment. Ich habe gerade ein Foto gemacht. Wehe, das Spiel stürzt ab. Kleinen Moment. Ich sehe bereiten vor. So. Wir. Ich weiß gar nicht, wie man die Koordinaten eintippt. Pass auf. Ja. So. Ich habe ein Foto gemacht. Moment. Wie gebe ich das dann ein? 46.234035 und 6.05245. Sind wir da, wo wir sein sollen? In der Nähe von Genf. Das CERN-Institut? Ach, hör auf! Legen Sie den Schalter um.
Das ist CERN-Institut. Das ist ja... Haben wir hier? Ja, haben wir. Halt, so nicht. Das ist ja cool. Warum ist das hier in... Hä? Warum ist das hier in Russisch? Ulitsa Meren, also Ul, steht hier. Warum ist das Russisch? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Warum ist es Russisch? Ist es hier überall Russisch? Warte mal, ich muss mal hier in eine andere Straße oder so wechseln. Wenn wir da von Straße reden können, warte mal, hier drüben. Ist doch die gleiche, wo ich gerade war. Ich will eine andere Straße haben. Die hier zum Beispiel. Ja, die hat, ja okay, die ist nicht russisch. Ist ja genial gemacht. Also das ist ja wirklich, wirklich, wirklich genial gemacht. Nee, eigentlich war ich nicht auf einer russischen Seite. Jetzt habe ich schon zugemacht. Ich war auf der DE-Seite, aber vielleicht sind wir schon gekapert worden. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja mal eine Hausnummer. Cool. Sehr, 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 sehr gut. Halt. In der Zukunft bin ich ein alter Mann. In dieser Zukunft wuchert der Krebs in mir. Und dieser alte Mann sagt, er sei nun bereit zu sterben. Deshalb machte er mir dieses Angebot. Wir werden die Plätze tauschen. Ich, der Jüngere von uns beiden, werde den Älteren ersetzen. Ich werde sein Leben führen und er das meine. Er kommt hierher, um zu sterben. Und ich reise in das Jahr 1942. In eine Zukunft, in der die Technik endlich meinen Träumen gerecht wird. So verschaffe ich mir mehr Zeit. Heute Nacht breche ich auf. Dies ist mein letzter Eintrag. Da steht ein gottverdammter Computer in der Ecke. Okay, die Säulen sehen irgendwie ein bisschen mystisch aus. Ich gucke mich erstmal hier um. Okay. Ist nicht verbunden. Aber wir können noch mal hier in diesen Raum dann wahrscheinlich reingehen, wenn die Magnettür zuzieht. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich muss doch mal gucken. RF, okay. Es ist schlimm, was einer dieser Menschen Nikola angetan hat. Aber sonst, oh Richard, wären wir nie so weit gekommen.
Ich bin fast da, Liebling. Keine Angst. Hebel umlegen. Den Hebel. Hier. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Hier. Der Hebel. Ich glaube, da muss ein Blitzer entschlagen, hä? Das ist jetzt der Blitz oben bei den beiden Mundis. Da, wo der Blitz eingeschlagen ist und der Mandy, also Mundi, Mandy, wie auch immer, dann gestorben und gebrutzelt wurde. Halt, ich will hier mit rein. Was? Null. Ich habe was gesehen. Er macht sauber. Wir kommen nicht durch.
Oh, das ist das, was sie beschrieben hatte. Sie stand ja da drüben und hat geweint. Und hat gesagt, sie ist nicht reingekommen. Tür war abgeschlossen oder so ähnlich. Ein Paradoxon. Das ist der Anfang. Nicola kommt. Flora. Der ganze Weg, um dieselbe Antwort zu hören. Nicola, bitte! Bitte! Sie sind auf dieser Insel unerwünscht. Lassen Sie mich rein! Damit das klar ist. Sie betreten dieses Haus nur über meine Leiche. Gehen Sie. Jetzt. Warum helfen Sie mir nicht? Ich helfe Ihnen doch. Warum diese Leute? Warum dürfen diese Fremden ihre Fehler ungeschehen machen? Ich flehe sie an, Nicola, bitte! Wenn man ihre Fehler ungeschehen macht, leidet niemand. Aber ich leide. Seien Sie ein guter Mensch, verdammt! Ein guter Mensch! Ich gehe. Möge Gott Sie verdammen! Hallo, Flora. Schön, Sie wiederzusehen. Was? Er weiß es. Sie sollten gehen. Die Pistole ist nicht geladen. Warum hat der Raum mich nicht an mein Ziel gebracht? Weil Sie nicht wissen, wie man ihn nutzt. Dann zeigen Sie es mir. Meine Antwort an Sie wird dieselbe bleiben. Ihr Ehemann ließ sein Leben, um 10 andere zu retten. Wenn Sie zurückreisen und ihn davon abhalten, sterben 10 Männer. Und 10 andere Ehefrauen werden an Ihrer Stelle leiden. Also nein. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie mein Raum funktioniert. In dieses Haus kommen Sie nur über meine Leiche. Bitten Sie mich. Also doch. Ich glaube, das habe ich schon. Sinnvoll. Es tut mir leid.
Moment, wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Warum diese Leute? So, wir folgen ihr mal. Aber kann es sein, dass Tesla wusste? Wenn ja, wie? Warum hat er bei der einen Flora so reagiert und bei der anderen so? Als ob er sie noch gar nicht... Verstehst du das? Der hat doch unterschiedlich reagiert. Warum hat er unterschiedlich reagiert? Ist noch kein Boot zu sehen. So, der hatte sie eingeladen, um in der Zeit zurückzureisen, ihre Fehler zu korrigieren. Denn ihre Fehler hätten keine Auswirkungen gehabt auf mögliche, also große Konsequenzen, andere. Hier hätte der Tod, das Aufheben des Todes von ihrem Mann dazu geführt, dass dafür 10 angestorben wären. Bei den anderen sind scheinbar keine gestorben oder hätten keinen Eindruck hinterlassen. Und warum war er sich da so sicher? Okay. Aber wir haben trotzdem diese... Ach so. Weil das nicht die Zeitlinie ist, die wir hätten gucken sollen. Die wir gucken sollen, ist die hier. Wir werden dann noch ins Haus gehen, logischerweise. Aber wir haben ja gerade mitgekriegt. Genau, da wären die Opfer. Aber was war mit der, der Bernadette? Mit der Schauspielerin. Sie hatte doch auch jemanden auf dem Gewissen. Da hat sie doch gesagt, er hat es verdient, er war alt. Hallo, Flora. Hier, ganz andere. Ganz andere Reaktion. Sie sollten gehen. Ihr Pistol ist nicht geladen. Warum hat der Raum mich nicht an mein Ziel gebracht? Er wusste, dass das zwei unterschiedliche Personen sind, aber warum? Okay. Hallo, Flora. Gott, sie verdammen! Muss ja, okay.
Er hat genickt, also Nickerchen gemacht. Ja. Er hat schlichtweg ein Nickerchen gemacht. Okay. Was ist hier unten? Just zu diesem Zeitpunkt. Wo ist nämlich die Flora Nummer Zukunft hin? Sie ist ja hier oben reingegangen. Ist sie wieder runter zur Maschine? Ist klar, dass hier das Kabel rausgezogen ist. Es ist korrekt. Muss ich? Ich könnte jetzt in den ersten Teil runter. So, wir gucken uns erstmal nochmal schnell um, ob hier irgendwas noch zu finden ist, anderweitig. In dem Haus. Ist hier irgendwas zu finden? Oder?